Das letzte Mal hat uns der dunkle Ritter so ziemlich den Arsch versohlt. Und in dem Fall, wohlgemerkt in-game, liebe ich das, denn somit zieht der Boss immer mehr Aggro auf sich und ich werde immer wütender. Werde ich wütender, habe ich noch mehr den Drang, ihn zu besiegen. Ich beiß mich da gerne fest. Gerade in der Souls-Reihe könnte ich stundenlang erzählen. Na gut, stundenlang ist übertrieben, aber ich könnte ewig lang erzählen davon, was Phase war. Bei diversen Bossen und wie lange ich stellenweise mich mit Bossen gebattelt habe, ohne irgendwo anders hinzugehen, ohne zu grinden, weil es mir wirklich dann nur noch darum ging, die Mechanik entsprechend zu verstehen. Das hier ist die Aura zaghafter Mut, die den Vitalitätswert um 15 erhöht. Und ich zeige euch mal ganz kurz. Oben haben wir 620 HP. Ich lege es mal ab. 470. Das macht schon was aus. Und ich hatte ja mal gesagt, als ich das Ding bekommen hatte, zwei habe ich davon, dass ich die dann einsetzen werde, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einer Situation, wo ich das brauche. So. Dieser Moment ist gekommen. Es gibt keinen Grund, mich weiter jetzt mit ihm zu quälen. Ich muss trotzdem aufpassen. Er wird mich trotzdem platt machen. Und wo ist das Ding eigentlich hin verschwunden? Okay. Es kann trotzdem sein, dass er mich platt macht. Ah, jetzt ist das Ding da. Aber ja, ich werde mich davon jetzt nicht beeinflussen lassen. Und hier, die Drachenbeere, die packe ich auch mal rein. Zwecks Heilung von Vergiftung. So, und das Gift. Also es tickt aber nicht großartig weiter runter. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt meine defensiven Widerstände etwas geringer sind. In dem Zeitraum, in dem dann das Gift tickt. Und jo, gehen wir uns das nochmal. Ich muss mich konzentrieren. Ich verliere diese Aura, die zerbricht. Sie wird zerstört, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen, das ist immer die größte Gefahr, wenn man meint, man hat jetzt dann irgendwie sich einen Vorteil geholt. Und man wird dann unkonzentrierter. So, meine Hoffnung ist einfach, dass ich mit mehr Federn aus dem Kampf rausgehe, beziehungsweise dann, wenn er wieder wiederbelebt wird. Rücken zur Wand. Jetzt im Kino. Nein! Ich hasse dieses Ding. Ich hasse dieses scheiß Schleimteil. So, Schmelztiegel der Dunkelheit. Und wieder. Das war knapp. Das ist halt echt, wenn man zu früh rollt, rollt man halt voll in das Teil rein. So, ich hoffe, ich komme mit mehr Federn raus. Also raus bis zu seiner Wiederbelebung. Zwei wären gut, aber ich glaube, es wird nur eine sein am Ende. Oh nein, Schmelztiegel der Dunkelheit ist jetzt schon durch. Und jetzt ist er nämlich so drauf, dass er einfach, dass er quasi so One-Hit-Kills macht. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Das ist unabhängig von der Wiederbelebung. Das ist einfach, nein, die Folge. Und jetzt haben wir ja auch noch die Aura verloren. Demoralisiert auf fast Max. Okay, woran lag es jetzt? War ich zu wenig aggro?
trotz der Aura. Okay, Kombo verändert eigentlich um 5%, wenn du mehr als 70% Gesundheit hast. Ja. Bringt mir zwar nicht viel, ich habe keine Ahnung, was ein Kombo verändert genau ist. Ist mir jetzt aber scheißegal, ich probiere das jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Ich gebe da jetzt nicht auf. Also ich muss aggressiver sein, aber gleichzeitig irgendwie auch gucken. Okay, was kann ich anders machen? Also ich habe jetzt ziemlich viel, ich bin jetzt ziemlich viel gerollt. Sollte vielleicht doch öfters mal mit ihm kuscheln und dann auch mal blocken. Das Problem ist halt gerade so wie jetzt, macht einen Blockbrecher. Ja, habe ich schon mal mehr als die Hälfte an Energie verloren. Das hat schon sehr Böses. Macht halt gerne mal zwei Schläge, auch mies, vor allem wenn er so einen Spin-Angriff macht und dann nochmal nach hinten schlägt. Mieser Bastard. Der so feiermäßig ist. Okay, er macht das immer. Also wenn er diesen Dash macht, greift er nochmal nach hinten an. Kuscheln ist bei ihm schon eher angesagt, aber wenn er jetzt kein Riesengegner ist, Kuscheln ist dann aber so für wirklich große Gegner ein gutes Mittel der Wahl, aber jetzt in dem Fall liegt es immer an seiner Mechanik, dass Kuscheln besser ist. Okay, ich muss eigentlich gucken, dass ich so schnell wie möglich besiege, dann den Schmelztiegel der Dunkelheit vermeide, weil er dann noch viel stärker wird. So, jetzt fällt er. Jetzt kommt die Bastarde. Ja, und wieder voll geheilt. Nice. So, Schmelztiegel der Dunkelheit ist aber noch nicht da. Das heißt, ich kann es versuchen, ihn so schnell wie möglich Platz machen. Schauen wir nach hinten. So, jetzt ist der Schmelztiegel der Dunkelheit da. Jetzt ist Zeit für Pipi in den Augen. Das ist eine harte Nuss. Auf jeden Fall. Komm schon. Das ist böse, wenn gerade dieser Angriff. Fehlt, weil er so viel Schaden macht eigentlich. Nein, ich wollte gerade einen Skill zünden. Wie mies. Und Ausdauer, 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 Ausdauer. So, ein Treffer noch. Und ich bin weg. Ich muss an ihn rankommen jetzt. Ball um. Ja. Du. Piep. Aus Gründen des Jugendschutzes wurde die Aussage zensiert. Alter Schwede, ja, war anstrengend. So, also wir können dadurch und wir haben jetzt eine Abkürzung nach oben.
Okay. Aber ja, also da war der Typ war schon heftig. So, verbotener Schlüssel. Ein Schlüssel zur Stadt Gardetum. Origa hat den Schlüssel nach einem Angriff auf einige Inquisitoren zurückgeholt. Ihr zufolge hatten sie die Überreste ihrer Heimat jahrelang geplündert. Welche Geheimtechnologien sie sich zu eigen gemacht haben, bleibt im Dunkeln. Fraglich, ob sich solche Erfindungen noch von Magie unterscheiden ließen. Werden wir sehen. So, dieses Giftding. Ja, lass trotzdem mal drin, sicherheitshalber. Guck mal ganz kurz hier rein. In der Hoffnung, dass hier irgendwo noch was ist, wo ich mich ausruhen kann. Oh. Welch Freude. So, brauche ich eigentlich Kohle für irgendwas? Ich glaube, hoffe nicht. Steigen wir auf jeden Fall. So, möglichst das aktivieren stärker. Zaubersprüche, das ist erstmal für uns total... Ja, total irrelevant nicht. Ich glaube, ein bisschen Int sollte ich reinpushen. Zwecks Widerstände gegen Zauber. Weil ich glaube, das ist schon mitunter auch ein Problem. Dass ich da halt echt gut eingefahren bekomme. So, und ich weiß halt nicht, mit was die Fähigkeiten der Waffen skalieren. Das muss ich, also die Skills, die ich ausführen kann, jetzt mit dem Großschwert und dem Langschwert, das muss ich mir mal irgendwo zu Gemüte führen, um da mal auch Klarheit drüber zu bekommen, weil nicht, dass ich vielleicht irgendwelche wichtigen Dinge nicht aktiviere, nicht skille, die ich vielleicht gebrauchen kann. Licht wäre ja ganz cool. Ich hoffe, es bleibt jetzt nicht hier komplett immer in ständiger, kompletter, abgefahrener Dunkelheit. Auch geil. Kommt so Cyberpunk-Flavor. Okay, das ist ja da unendlich von den Respawn. Kartenfeld. Guck mal einen an. Schleicht er sich da an. Ja, das mit den Skills, das reagiert nicht immer gleich sauber. Manche Skills werden irgendwie gequeued oder Angriffe werden gequeued, aber das dann zum Beispiel nicht. Also zum Beispiel LT und B jetzt. Muss man sich dran gewöhnen. So, laut Karte geht's links weiter. Ich glaube, ich muss schnell genug sein, einfach. Das macht mir ja Angst. Ich komme immer weiter runter. Ja, zumindest mal wieder was zum Ausruhen. Mehr Kraft. Ich nicht überspringen, meine ich. Wobei, probieren wir es mal. Das reicht. Ja. Ich muss ein bisschen an Ritter der Kokosnuss denken mit den Dingern hier. Da ist ein Abgrund. Wie lange hält das? Ah. Schade, dass ich noch keinen Bogen verwenden kann. Ich kann zwar verwenden, aber ich müsste ihn jetzt extra wechseln. So geht's auch. Jetzt habe ich mit dem Bogen beschossen. Was ist das? Seelenbehälter. Ah, Seelenenergie. Muss man was kontern üben. Oh.
Ja, hat gut funktioniert. Nicht. Okay, ich habe nichts gegen Cyborg Ninjas gesagt. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass wir irgendwie sowas Science-Fiction-artiges reinbekommen. Bisurge. Oh Gott. Das Ding klingt schon übel. Bisurge. Muss ich ausrüsten? Nee. Oh, ich habe noch einen Talentpunkt. Guten Morgen. So. Als die Gerüchte eines bevorstehenden Untergangs aufkamen, schmiedete Bisurge einen Plan. Er wollte Gardetum entzweien. Als Gegenleistung versprach er dem Menschen die Unsterblichkeit. Ja, das ist irgendwie hier so das Hauptwährungsmittel Unsterblichkeit. So, wenn du sterblich bist, heißt es fürs Töten deiner Feinde die doppelte Zahl. Ja, ich weiß nicht, wann ich sterblich bin. Ich weiß nicht mal, ich bin mit Sicherheit untot, aber ich weiß nicht, wie ich sterblich werde. So. Das Ding muss ich jetzt leider skillen, um nach hinten zu kommen, wobei ich gucke jetzt ganz kurz nochmal, was hinten ankommt. Ja, das ist perfekter Block, also. Und später gucke ich, was Phase ist hier. Vor allem, das ist halt eigentlich auch gut. Seelenfeder. Beim Einsatz einer Phönixfeder hältst du gleichzeitig 15 Punkte an Seelenenergie dazu. Wäre fast vielleicht besser gewesen als das. Das perfekte Block. Oh nein. Ein drin. Scannen. Organische Lebensform entdeckt. Alarm in die Hirntransferkammer begeben. Alarm Leuchtfeuer aktiviert. What? Oh, geil. Schaut mal den rechts an. Das ist ein bisschen gruselig. Wundervoll. Und er rollte sich durch das Blut. Ja, so kann man auch Glück haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel tödliche Gegenstände oben waren. Was ist das hier? Ist das was Gutes? Kann ich mich da dranhängen? Ich muss ja irgendwie da rüberkommen. Okay, ja. Was bringt mir das? Ich kann da nicht rüberspringen. Ich habe auch keine Wahl. Ich muss das irgendwie machen. Kann sich ja nicht ducken. Okay, so geht's auch. Ey. Trifft mich dieser Mini-Todesstern. Die Energiezelle benötigt. Kristallbombe können wir auch gleich mal ausrüsten. Vielleicht auch noch eine Feder für den Fall der Fälle. Bloß nicht aus Versehen zünden. Wäre nicht das erste Mal. Was ist das da hinten? Mit diesem leuchtenden Auge? Oh. Scheiße. Nein, wie mies. Wie mies. Die wussten, dass man fliehen würde. Wie mies. Kann ich hier jemals wieder zurück? Ja, ich glaube, ich kann den Aufzug nach oben nehmen. Ah, nee, von da kam ich, ja. Aber es ist gut. Okay. Okay. Diesen Cyborg-Ritter, den gucken wir uns das nächste Mal an. Und dann schauen wir mal, was er eigentlich drauf hat. Vielleicht schwingt er ja einfach nur so ein riesiges Laserschwert.
immer nur so ein, zwei Schwingern und das passt. Und wir können es vielleicht auch sogar noch blocken. Ich hoffe es. Und ja, wie das aussieht, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Episode zu Death's Gambit.